Manche sagen, dieses Leben sei geschmückt. Doch es macht uns verreift, doch verrückt auf der Suche nach. Es ist ein Coming-of-Age-Film, es ist eine Liebesgeschichte. Das ist ein Film, den die Leute sehen müssen. Ja, es tut mir leid, chillen draußen, anstatt dass ich mehr mit Familie bleib. Es ist auch ein politischer Film. Die Massen müssen diesen Film sehen, weil dieser Film gerade zeitnah ist. Was ich sehr spannend und auch beeindruckend fand bei dem Buch, war diese Geschichte von dem jungen Juden, der sich gar nicht mit seiner Identität auseinandergesetzt hat und seiner Kultur. Diese Geschichte hatte ein klares Thema, nämlich was zählt eigentlich? Der Charakter von einem Menschen oder seine Religion bzw. seine Herkunft? Was trägst du da? Willst du uns verarschen? Bist du ein Jude? Nein, ich bin nicht so religiös. Wie? Nicht religiös? Lahm, was glaubst du, oder? An Bäume? Wieso trägst du einen scheiß Judenstern, du Gottloser? Das ist krass, wenn man dann diese Person sieht, die man dann im Film die ganze Zeit verkörpert sozusagen. Und dass das seine Story ist. Also als mein Buch 2010 im Oktober rauskam, bin ich auf Lesetour gegangen. Und ich bin dann eben hingegangen und habe mich vorgestellt. Nach der Lesung kamen mehrere Leute auf mich zu, die mit mir gesprochen haben. Einer von ihnen war da mir. Und hab gesagt, ja, interessante Story, ich würde gerne daraus einen Film machen. Habe ich ihn angeguckt und gesagt, ja, interessant, viel Glück. Wenn jemand, nachdem du dein erstes Buch rausbringst, direkt kommt und sagt, Film, das war für mich ein bisschen so, dachte, der veräppelt mich doch jetzt. Aber der Mann hat es ernst gemeint. Wir haben uns im Laufe der letzten 8 Jahre tatsächlich in Israel getroffen, in Berlin mehrmals getroffen. Ich habe ihn durch Wedding geführt, ich habe ihm meine ehemalige Schule gezeigt, ich habe ihm meinen Eltern vorgestellt. Er hat meine besten Freunde kennengelernt, die im Film gespielt werden. Ich habe das Buch gelesen und war sofort sehr angetan von dieser explosiven Geschichte. Ja, das Buch hat lange auf meinem Schreibtisch gelegen und dann hat Stefan mit Recht immer wieder gefragt, jetzt liest das doch mal. Und das Urteil ist dann gnadenlos gut ausgefallen, weil das Wahnsinnsstoff gewesen ist. Und ich habe dann Stefan auch sofort angerufen und gesagt, boah, das ist wirklich fett und geil und das machen wir. Sie haben dran geglaubt, ich glaube daran und hier ist der Film. Was ich gerne bei dem Film erreichen wollte, ist, du siehst einen Film, wo du das Gefühl hast, du bist direkt dabei. Damir ist sehr nah an der Realität und das sehe ich an den Schauspielern, die er ausgesucht hat. Das ist unfassbar. Es ist erschreckend fast schon, wie Damir es getroffen hat. Für mich war es ziemlich klar, dass wir eben keine Schauspieler casten können, die schon 5-6 Jahre Erfahrung haben, sondern dass wir von vornherein einfach mit, sag ich mal, Laien arbeiten. Wir wollten Menschen finden, die diese Welt so abbilden können, wie sie ist und die sie nicht künstlich nachempfinden. Gleichzeitig braucht es, um ja, vor der Kamera entsprechend agieren zu können, braucht es eben auch Qualitäten, die nicht jeder so hat. Also bei mir war es so, ich habe den Film also quasi selber entdeckt im Internet. Und als ich in der U-Bahn saß, da oben am Bildschirm stand Casting Nasser Hund. Und davor war ich sogar noch auf der Instagram-Seite. Da habe ich sogar kommentiert und ich habe diesen Kommentar immer noch, wo steht so, hey, ich habe sie angeschrieben, aber habe bis jetzt keine E-Mail bekommen. Und wenn ich diesen Kommentar jetzt angucke und gemerkt habe, also krass, ich habe die Rolle bekommen, sitze jetzt hier und gucke mir meinen Kommentar an. Das ist für mich so eine voll die krasse Sache, was alles passieren kann. Das hat dazu geführt, dass wir einen Castingprozess über 3-4 Monate hatten, der mit hunderten Menschen anfing und dann eben immer weiter gesiebt wurde. Es gab 4 oder 5 Gruppen, das waren dann so Workshop-Gruppen. Und dann wurden wir halt in Gruppen zusammengelegt. Momo und alle, die waren halt nicht in meiner Gruppe, Daddy auch nicht. Aber Momo an sich war immer in jeder Gruppe, weil der Junge einfach in jeder Gruppe sein wollte. Also er kannte wirklich jeden schon und ich fand das voll krass, wie er zu ihm gegangen ist, ihn umarmt hat und ich dachte mir, wo kennst du die alle? Und das war so, dass jede Rolle auch mal gespielt hat. Ich bin Fan von allen eigentlich. Jeder hatte das super gut gemacht, aber am Ende passte dann halt eben Dohan für die Rolle des Sohel, Momo für die Rolle von Hüseyin und Deria für die Rolle von Selma am besten. Was das Besondere, glaube ich, hier an den Jugendlichen ist, viele von denen oder alle, aber wirklich auch ein paar haben einfach eine Geschichte, wo nochmal neu Orientierung in einem anderen Land Thema war. Das spürst du beim Spielen, die haben eine Menge zu erzählen. Und das ist das, wo wir einfach sehr glücklich sind, diese Jugendlichen gefunden zu haben. Ich bin Emre, auch
Spreading Tigers war schön. Das war besser in meiner Gang. Das ist der Bade. Das ist der. Wir sind alle Brüder und Schwestern geworden. Und das hat sich ja die ganze Dreharbeit jetzt durchgezogen. Es hat kein Neid gegeben. Ja? Nachdem dann die Entscheidung getroffen wurde, dass Sohei von Dogo gespielt wird und nicht von einem der anderen. Da war keiner dabei, der gesagt hat, boah, jetzt bin ich gepisst, dass ich das nicht geworden bin. Sie haben einfach so viele tolle Improvisationen zusammen auf die Beine gestellt. Nur weil sie einfach sich vertraut haben. Ich spiele gerade mit meinem allerschönsten Erzfeind, Mehmet. Ich habe ihn gerade abgestochen, aber ist eigentlich okay. Ja. Das ist Khalil. Hallo, mein Name ist Hassan Kelo. Ich spiele die Rolle Khalil. Und Göttchen Wenger Tigers. Genau. Yo, das ist auf jeden Fall Fadi. Wedding Tigers. Mein Bruder. Hey. Nur wegen ihm sind wir doch hier, Dicker. Nur wegen ihm kämpfen wir doch heute. Das Geheimnis ist, dass diese Gruppe schon so eine Kraft gehabt hat, dass sie jeden getragen hat. Und das spürst du, wenn die miteinander umgehen vor der Kamera. Und eben darstellen, dass sie eine Jugendgang sind, in der einfach jeder seinen Platz hat und jeder auch seine Anerkennung hat, dann ist das nicht etwas, was per Verabredung quasi jetzt gespielt wird. Wir sehen ja die Resultate, das ist unglaublich, was die drauf haben. Das ist einfach nicht mein Zuhause. Ihr habt Moscheen, aber was hab ich? Der Film wäre nicht so gewesen, wie er jetzt ist, wenn wir diese 6 Wochen nicht zusammen verbracht hätten. Weil wir sind in diesen 6 Wochen wirklich zusammengewachsen als eine Familie. Und es waren die schönsten Sommerferien, die ich in meinem Leben hatte. Wir hatten auch viele aus Neukölln gehabt, die wirklich auf der Straße groß geworden sind. Und Doğan ist das nicht. Doğan ist wahnsinnig intelligent. Der hat sich das genau angeguckt, wie die anderen das gespielt haben und hat es sozusagen inhaliert. Und hat dann bei dem Casting hat uns alle einfach umgehauen, wie gut er das gemacht hat. Was ich am Anfang des Workshops schon dachte, ich will Sohail spielen, ich will ihn haben. Das wusste ich schon mal am Anfang des Workshops. Und weil wir einfach auch viel Gemeinsamkeiten haben, wie zum Beispiel, dass er so quasi aus Göttingen kommt und in den Wedding zieht. In so eine muslimische Gemeinschaft und keine Ahnung, auch in diese Gangkultur und überhaupt nicht weiß, aber dann sehr schnell lernt und sich dann adaptiert. Das Wichtigste ist, dass Sohail, auch wenn er etwas hat oder etwas will, dass er dafür kämpft. Und in dem Fall ist es wirklich also auch die Suche nach seiner Identität. Und was auch sehr, sehr wichtig ist. Und er tut alles dafür, egal wer ihm sozusagen im Weg steht. Und ich denke, bei mir kann man so sagen, dass wenn ich etwas will, dann tue ich auch alles dafür, das zu erreichen. Und ich denke, Sohail ist in dem Punkt genauso wie ich. Vielleicht erzählt, wie intensiv die Auseinandersetzung für Doğan mit der Rolle war. Auch die Tatsache, dass er sich während des Drehtages nicht mit seinem wahren Namen hat ansprechen lassen wollen. Sohail war Sohail und Sohail kam ans Set und Sohail ging vom Set und Sohail kam am nächsten Morgen wieder ans Set. Und Doğan gab es nicht in der Zeit. Und das war ihm sehr wichtig und das kann ich auch sehr gut verstehen. Ja, Doğan hat mir auch gesagt, ist ein Method Actor und er taucht einfach komplett in die Rolle ein. Und es gibt eben so den Punkt, wo verlässt du dann quasi dein eigenes Leben und tauchst in das Leben der Figur ein? Wo wird es dann so, dass du als Zuschauer wirklich diesen Moment der Wahrheit empfindest? Also der ist sensibel, der kann hart sein. Also ich finde das ganz, ganz toll. Und ich habe das ja, ich viel am Set war, auch viel miterlebt. Der hat das emotional wahnsinnig aufgesogen. Der war natürlich auch oft wirklich richtig fertig danach. Der hat ja auch ein paar Mal dann also wirklich die Umarmung gebraucht. Und das ist das Wichtigste für mich, dass ich aus meiner Komfortzone rausgehe. Und dieser Charakter hat mich wirklich an meine Grenzen getrieben, was sehr wichtig ist, finde ich, diese Challenge zu haben, so herausgefordert zu werden, auch als Schauspieler. Und das habe ich halt von ihm sozusagen bekommen. Es sind 27 Drehtage, die wir hatten. Und Doğan ist in jedem dieser 27 Tage dabei. Und klar, für mich war das wichtig, ihn auch zu beschützen, an seiner Seite zu sein. Ich brauche gar nicht mehr schlagen, nur noch so. Ich muss noch mal mit ihm drehen, ne? Und wenn er morgen nicht... Lass mal sehen, was du gemacht hast. Kingstar. Sag mal, wie hältst du eigentlich eine Zigarette? Brauchst du zum ersten Mal? Die Liebe zwischen Hussein und Sohail, unseren beiden Hauptdarstellern, die ist eine ganz, ganz große Freundschaft. Und die ist halt zwischen einem Palästinenser, beziehungsweise in dem Buch, einem libanesischen Araber,
und einen persischen Juden. Da ist eine Mülltonne. Wieder welche Kinge, du kleiner Wichser, Alter. Da ist eine. Hüseyin ist ein, soll ich sagen, sehr entspannter Mensch, der sehr viel um die Ohren hat mit seiner Gang. Der versucht irgendwie die große Ruderrolle zu übernehmen und das auf einer respektvollen Ebene. Hüseyin ist halt einfach kein typischer Boss, weil er so seine Gang-Anhänger, sag ich mal so, der bezieht sie auch in sein Leben, behandelt sie wie Brüder, wie Familie und sagt ihnen, hey, gib dir nicht nur Befehle. Die stylen sich die Haare wie Hüseyin, wollen gerne so viel Schmuck haben wie Hüseyin. Finde ich auch cool. Also ein aufgeklärter Mensch ist, der jetzt nichts im Prinzip gegen Juden hat. Also das ist Salma, ich kann sie eigentlich gar nicht leiden. So. Spaß. Ich mag sie extrem. Hüseyin fand immer die Salma toll. Wir sind alle eine Familie, verstehst du? Wenn einer Salma anmacht, dann musst du sie beschützen. Sie ist deine Schwester. Ich brauche keinen Beschützer. Das ist mein Bro. Oh Mann, oh. Salma ist halt so ein sehr starkes Mädchen. Sie lässt sich nichts sagen. Sie kommt aus dem Wedding. Mit den Jungs hängt sie auch ganz gut ab. Kann sich gut durchsetzen. Sind sie weg? Nein, warte. Ich sitze zum ersten Mal neben meiner Frau in der Maske. Ist das nicht toll? Bei diesem Dreh oder zum ersten Mal in deinem ganzen Leben? Bei diesem Dreh. Und wie ist das so für dich mit den Jungs? Ja, ist gut, ist cool. Ja? Fühlt sich anders, ja, also. Und es ist halt das einzige Mädchen manchmal. Aber ich komme klar. Ich setze mich durch. Was ich von Salma gelernt habe, ist wirklich das Selbstbewusste. Auch mal zu zeigen, ja, okay, hier, ich bin die Salma, ich bin die Selbstbewusste, ich bin hübsch, ja. Also ich hätte mir keine bessere Partnerin wünschen können. Der kleine Herr ist immer noch ein bisschen sauer auf mich. Weil sie weiß nicht genau, was richtig und was falsch ist. Sie macht so Scheiße und so, weil sie ist noch so klein. Und sie hat noch keine Ahnung richtig, so wie es ist. Oder? Cut! Cut! So dieses Freche und große Fresse etwas hat sie schon. Junge, was machst du eigentlich mit deinen Haaren? Dada, wir sind hier gerade im Interview mit Anna und wir lästern gerade über dich, aber mach dir keinen Kopf. Ich sag schon nichts Falsches. Das kommt ihm nur so vor, weil er will mehr Zeit verbringen. Ja, will ich auch, hä? was? Cut! Die Liebe zwischen Salma und Sohail. Es ist eine junge Liebe. Ich glaube, es ist auch das Schöne daran, dass sie schon wirklich sehr jung anfangen, was füreinander zu entwickeln. Es ist die erste Liebe, es kommt aus dem Herzen, wirklich. Und ich glaube nicht, dass Salma wirklich direkt die erste Liebe vergessen könnte und auch Sohail auch nicht. Wir müssen leider über einen Schulverweis ernsthaft nachdenken. Du wirst dich doch entschuldigen. Und in Zukunft hörst du auf damit. Konzentriere dich auf die Schule. Ich entschuldige mich für meinen Sohn. Das war aber auch so diese Idee von mir, dass die Beziehung nicht wirklich die beste ist zwischen ihm und seinem Vater irgendwie. Es gibt Szenen, da könnte er mich sozusagen umbringen für das, was ich gemacht habe im Warum Film. Warum machst du das? Drogen in meinem Haus? Drogen in meinem Haus! Und dann gibt es noch einmal so eine Sache, so eine Szene, wo es dann komplett das Gegenteil ist. Es ist eine Vater-Sohn Beziehung, die man aufrechthalten muss. Und die versuche ich so authentisch wie möglich zu entwickeln, meine Figur. Und denke da auch nicht in Religion oder in Herkunft. Dass man, wie ist ein Vater zu seinem Sohn, wie ist ein Sohn zu seinem Vater? Aber man sieht halt, dass er halt nur das Beste für seinen Sohn will. Und er sieht, was sein Sohn halt, was er durchmacht und wie krass ihn das beeinflusst und verändert. Und ich denke schon, was krass ist, wenn man das so als Vater so miterlebt und dann aber auch manchmal nichts dagegen machen kann. Also auch einem die Hände gebunden sind. Und seinen eigenen Sohn nicht mehr wirklich erreichen kann. Er soll doch nicht wie so ein Feigling durch die Straßen laufen. Ach. Er soll runterfallen und wieder aufstehen. Hier eine Schramme, hier eine Beule, ist egal. Wenn du runterfällst, dann stehst du wieder auf. Das gehört zum Leben dazu, dass man selbstbewusst wird. Und das gehört dazu, dass man sich auch mal wehren muss. Ich bist doch gar kein Jude, sondern Iraner. Überleg endlich diese scheiß Drecksjudenkette ab, Mann. Nein. Wer David denn gehört zu mir. Dieses Buch ist sehr schön, weil das sehr authentisch ist, ja. Manche sagen, dieses Leben sei geschmückt.
Doch es macht uns verreift, noch verrückt auf der Suche nach. Er hat das wirklich hingekriegt, dass er in dieser Sprache des Weddings ein Drehbuch geschrieben hat. Du hast es gelesen, hast das Gefühl gehabt, du bist gerade wirklich schon in der Badstraße oder an der Panke. Und das war schon von Anfang an auch eine ganz bemerkenswerte Geschichte, dass es einfach ein anderes Berlin ist. Also Wedding ist ein Kampfbezirk. Kampfbezirk heute weiterhin, so wie er auch vor 20 Jahren Kampfbezirk war. Und im Wedding habe ich plötzlich gemerkt, du lebst wie in einer Art Dschungel. Im Dschungel heißt es, du musst überleben. Und wenn du dort dich nicht den Stärksten irgendwie anpasst oder unterwirfst oder wie auch immer, kann das für dich sehr verheerende Folgen haben. Es ist ein armer Bezirk. Es ist der ärmste Bezirk neben Reinickendorf in Berlin. Und bei dem Rumlaufen haben wir auch am Schluss in Kreuzberg da gesessen, der Dami und ich haben gesagt, nee, Wedding ist einfach der Wedding. Das kann man schon so sagen. Und jeder, der in Berlin länger unterwegs ist, glaube ich, und der sich jetzt auch mit dem Film beschäftigt hat, wird das bestätigen können. Und der Wedding ist auch so ein heimlicher Hauptdarsteller bei uns. Also wir wollten auch, dass der Wedding auch sozusagen um die Gruppe herum spielt. In Wedding gab es damals mehrere Straßengangs. Das waren halt alle möglichen Zusammenstellungen von Jugendlichen. Die einen waren eher Türken, die anderen waren eher Arabisch. Dann gab es noch Bosnier und Afghanen und Pakistaner. Und man hat sich irgendwie zusammengetan. Am Nauner Platz haben die Black Panthers regiert. Weddinger Tigers, ha? Weddinger Tigers, Alter! Ari hatte mir dann auch erzählt, er hatte sich tatsächlich so ein Panther mal gefunden und hat es dann hinten, also seine Mutter, draufgenäht. Und ich wollte jetzt aber nicht die Panther benutzen und habe dann einfach die Tigers genommen. Stopp, hast du den gesehen? Nee, nicht gesehen. Das kann doch nicht sein, der war doch hier. Der Tiger steht für The Wedding Tigers. Das ist der Name der Gang, unserer Gang. Und ich finde, dass mit dem Tiger und der Jacke zusammen, das ist so eines der wichtigsten Merkmale des Charakters, also von Sohail. Seine Mutter als Schneiderin, als Designerin, könnte man ja fast sagen, näht ihm dann diesen Kopf auf. Damit endet ja das Jahr 2017 im Drehbuch. Und da ist er noch neu, sauber, unschuldig, sage ich mal, dieser Tigerkopf. Und dann springen wir ins Jahr 2019 weiter und sehen als erstes, dass hier wohl ein bisschen was passiert ist. Also die Jacke und damit auch natürlich die Figur Sohail hat einiges erlebt in der Zwischenzeit. Will ich mal ein Buch lesen oder sowas? Es gibt eine krasse Szene, was nie davor in Deutschland so gab. Doch es macht uns verreift, noch verrückt auf der Suche, ne? Ein kleines Schau. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es schmutzig ausschaut, sehr realistisch, auch schmerzhaft. Und so wie mir Aria das auch beschrieben hat, dass die Kämpfe waren, das ist wirklich so plötzlich, sie kam aufeinander, haben zugehauen. Das ist hart. Das ist knallhart. Also, ihr müsst euch vorstellen, Leute, die das hören, die das sehen im Kino oder irgendwo. Ihr wisst gar nicht, wie kompliziert das ist, wenn du eine Kampfchoreografie hast, weil du musst dir vorstellen, du berührst ja kaum sein Gesicht, wenn du ihn schlägst. Und das musst du halten. Du musst die Distanzen, Augen, Blickkontakt muss stimmen, die Absprache muss stimmen. Auch wenn man das jetzt vielleicht nicht mag oder sagt, also ich mag keine Gewalt, aber Gewalt spielt ja in dem Film eine große Rolle. Und ich wollte gerne, dass es einfach richtig ausschaut. Mit Dami zusammen, mit den Kameraleuten zusammen, mit Stan, um zu überlegen, wie filmst du was, was soll erzählt werden innerhalb dieser Szene? Weil ein Kampf ist ja auch eine Szene. Ein Kampf, eine Gewalt fängt ja immer da an, wo die Diskussion aufhört. Also da war es nicht, dass man sie jetzt entschleunigen musste, aber dass man sagen musste, so, wir sind jetzt im Film und wir sind jetzt nicht auf der Straße. Und denen das, glaube ich, erstmal überhaupt erklärt werden musste, was das bedeutet, dass Kampf wie ein Tanz ist. Und das musste geübt werden, logischerweise, weil Dami dann die verrückte Idee hatte zu sagen, ich drehe gleich 4 Minuten am Stück. Man muss mit der Kamera der Action folgen und man hat gewisse Schwenkskamerabewegungen, die durch die Action halt motiviert sind. Plus man muss die Choreografie natürlich lernen. Ne? Die muss man also lernen. Genauso wie der Performer. Die ganze Plansequenz haben wir in 6 Teile eingeteilt, in 6 Inseln. Und diese Inseln haben wir jeweils separiert dort geprobt im Proberaum, hatten dann eine einzige Generalprobe on location und durften dann das erste Mal das testen. Natürlich gab es so Sachen, wo man denkt, okay, so langsam
ja, tut mir vielleicht das und das schon weh, aber so nicht wirklich, dass ich gesagt hätte, okay, Abbruch, ich mach das nicht mehr. Auch wenn ich dafür irgendwie 1000 Mal auf dem Boden landen muss, dann mache ich das trotzdem, weil es macht mir Spaß. Ich hatte eine blutige Nase, Leute. Und wir werden die gut vermissen, die Jungs. Ja, auf jeden Fall. Dami ist der beste Regisseur, den ich in meinem Leben gesehen habe. Wir können wirklich glücklich sein, dass wir so einen Regisseur wie Dami bekommen haben. Dami ist jemand, der exakt weiß, was er will. Und er weiß auch exakt, was er tun muss, um zu bekommen, was er möchte. Deshalb auch dieser lange Prozess der Schauspielauswahl, weil er da keine halben Sachen machen wollte. Er wollte genau die richtigen für diese Figuren finden. Und genauso geht er an die Inszenierung heran. Er arbeitet sehr konzentriert, sehr intim, sehr geschlossen an den Szenen, bis er sie so hat, wie er sie haben möchte, und ist in der Lage, eben ein Team, ein großes Team, so zu führen, dass alle ihren Platz dort haben und das umsetzen, was ihm vorschwebt, ohne dass er dazu viele Worte finden muss. Mit Dami zusammenzuarbeiten ist super. Also er ist ein sehr freier Mensch. Er nimmt auch deine Angebote an. Zum Beispiel, wenn du sagst, okay, das gefällt mir nicht, Dami, können wir das so und so machen? Dann sagt er, ja, super, toll, dass du darauf gekommen bist. Er hört sich das an und dann versucht er, es umzusetzen, wenn es wirklich passt auch. Mit das Wichtigste ist, eine Atmosphäre zu schaffen für die Schauspieler, dass sie sich einfach fallen lassen können und ausprobieren können. Ich glaube, wir haben das in der Atmosphäre hingekriegt, dass jeder sich wohlgefühlt hat. Und so war es ja auch letztendlich, selbst wenn es jetzt nicht funktioniert hat. Ich habe nie gesagt, das ist richtig oder falsch, sondern okay, lass uns mal was anderes probieren. Er vertraut, das ist erstmal ganz toll. Er geht auf Energien und Vorschläge ein, man muss mit ihm nicht viel diskutieren. Der ist dominant, so, aber auf seine eigene Art und Weise. Da muss nicht unbedingt brüllen, hey, du machst das jetzt mal so, nee, du machst es anders, ey, stopp, ey, nee, nee. Nee, sondern da kommt ein Lächeln. Und du sagst, hey, könnten wir vielleicht das so machen? Dann sagst du, nein. Und du so, okay. Und dann machst du einfach das, was er will. Er achtet auf jeden Detail, sei es um Kostüm, Maske, Augenblick, wo er hingeguckt hat und so. Er ist wirklich ein wunderbarer Regisseur. Und ich glaube, er ist auch sehr beliebt im ganzen Set, im ganzen Base. Kein Text. Versuch's mal ohne Text zu spielen. Scheiße, wo ist sie? Oder einen anderen Text. Okay, mach einen anderen Text. Ja. Mit ihm kann man reden, mit ihm kann man Spaß haben, mit ihm kann man traurig sein auch. Also es ist wirklich so, in diesen Wochen war er wirklich für uns alle wie so ein Set-Vater. So, das ist Dami. Dami ist wirklich eine sehr coole Person. Mach das nochmal. Zeig nochmal. Ich schwöre, ich liebe dich. Also da muss ich mich halt gegen Sohel entscheiden. Dann entscheide ich gegen Sohel. Weil dann lass uns das einmal drehen mit der gleichen Energie. Noch vielleicht noch einen Tick schneller. I need to find a new obsession. Die Kamera war einfach von vornherein für mich und für Stan auch klar, dass es einfach auch ein Hauptdarsteller ist in dem Film und nicht nur einfach nur etwas, was so begleitet, sondern was eben auch einfach dramaturgische Elemente hat und wo es einfach auch Schichten der Erzählebenen drin sind. Und da war die Arbeit von Stan im Kameramann einfach eminent wichtig. Anderer Aspekt war auch, war auch die Farbe, dass wir auch sehr kontrastreich auch sein wollten, weil die Geschichte auch an sich kontrastreich ist. Du hast Licht und Schatten, du hast eben sehr viel Liebe, du hast sehr viel Hass. Vor 80 Jahren brannten die Synagogen. Und genau so fing es damals auch an. Man schmierte auf Wände Jude. Arie Schalka spielt in den 90er Jahren und ich hatte zuerst auch das Buch so geschrieben, dass es in den 90er Jahren spielt. Aus verschiedenen Gründen habe ich es dann doch nach heute versetzt, weil es einfach ein sehr aktueller Stoff auch ist. Wir hatten letztes Jahr, gab es 4 Fälle, also mindestens 4 Fälle von jungen jüdischen Jugendlichen, die so gemobbt wurden, dass sie ihre Schule verlassen haben. Antisemitismus ist in Deutschland nach wie vor meiner Meinung nach ein riesiges Problem. Man wird teilweise geächtet, verfolgt, bedroht, bespuckt und das teilweise schon im Grundschulalter. Die Geschichte ändert sich in dem Augenblick, als klar wird, der Junge ist kein Araber und kein Türke und auch kein Perser, sondern einfach Jude. Es gab keinen Stuhl, zwischen dem er nicht saß. Für seine jüdischen Familienmitglieder und sein jüdisches Umfeld war er der Gangster und für die Schule war er der Iraner und für die Türken war er der Jude. Wenn man sagt, dass man Jude ist, wird man immer anders angesehen. Wir haben uns das gut überlegt, als du klein warst. Als du gerade angefangen hast zu laufen, sollen wir dich jüdisch erziehen? Papa und ich haben uns entschieden,
dass sie nicht wie Juden aufwachst. Weil wir beide auch nicht religiös sind. Ja, wir sind stolz, Juden zu sein. Aber wir sind nicht religiös. Bin ich zur Synagoge gegangen, ich habe nicht jüdisch gelebt, habe nicht koscher gegessen, wusste nicht, was Schabbat ist. Sie haben hier die Kaschrut-Vorschriften nicht eingehalten. Es war kein großes Thema. Teil meines Planes, dort zu überleben, war, mich den Jungs anpassen. Ich habe so gesprochen wie sie, ich habe so gelebt wie sie, ich habe dieselbe Musik gehört, ich habe denselben Dialekt gesprochen. Er wollte zu diesen Gangs dazugehören und er hat es auch geschafft, dazu zu gehören. Sie hat schon meine Großmutter geschenkt bekommen. Was für Großmutter? Der lügt doch nicht. Ist das was für eine Kette, Dicker? Bist du behindert, Mann? Du kannst kein Jude sein. Weißt du warum? Ich kann Juden riechen. Riecht gut, Jungs, riecht gut. Warum muss man überhaupt darüber sprechen, dass man Jude ist? Dicker, hör doch jetzt einfach auf mit deinem Film. Was ist das überhaupt für eine Kette? Junge, kapier's, Mann! Kapier's, junger Mann. Ich bin Jude. Nur weil der eine einen Davidstern und der andere eben seinen Sichel hat, sollen sie keine Freunde mehr sein. Eigentlich war der Umzug nach Israel so eine Art Lebensrettung, weil ich bin dort von einem fast schon Tiefstand in meinem Leben, ging es nur noch bergauf. Und ich habe für mich Israel als den Ort entdeckt, sag ich mal, wo ich tatsächlich frei leben kann. Dass ich einen palästinensischen Berliner umarme, der meinen damaligen Freund Hüseyin spielt, oder ein Türke mich spielt, ein Deutsch-Türke, ist sensationell. Das kommt einfach nur auf den Menschen an, wie gut er ist und wie gut er mit den Menschen kann. Mit dem Verstand denken und nicht mit der Religion. Sich selber finden und seine Wurzeln finden. Dass man eher zusammenhalten sollte, anstatt sich so, sagen wir mal, zu bekriegen. Ja, schlussendlich ist es eine Geschichte über Freundschaft. Wir sind alle gut drauf und ich sage euch, es wird heftig, es wird wild, es wird krass. Na? Na? Cut! Ich liebe euch über alles und ich danke euch für alles, dass ihr für mich da wart und euch um mich gekümmert habt.